Hallöchen, ihr Lieben. Ja, zuletzt habe ich den Anfängern gezeigt, wie sie am besten Geld verdienen oder was heißt am besten, meiner Meinung nach am einfachsten Geld verdienen. Und dieses Video ist eher für die Profis unter euch. Ihr seht, die Belohnung unten mal 10,15. Für die Fortgeschrittenen sind die Einstellungen fast identisch, nur eine einzige Sache ändert sich. Darauf komme ich dann gleich auch noch zu sprechen. Wir gehen die Einstellungen mal durch. Sanity zu Beginn ist 0%. Wir haben aber die Sanity Pillen dabei, sind 4 Stück an der Zahl. 4 mal 25 sind 100. Das heißt, wir werden erstmal eine Jagd anhören, mal hören, wie sich der Geist bewegt. Und wenn wir da irgendwie was ausschließen können, machen wir das. Oder vielleicht können wir auch schon was bestätigen. Können wir das nicht bestätigen und die Jagd geht weiter oder wir wollen noch die Nebenaufgaben machen, nehmen wir einfach die 4 Sanity Pain und haben wieder 100% Sanity und können dann ganz normal ermitteln oder die Nebenaufgaben machen. Dann haben wir die Abnahmerate der Sanity bei 200%. Wir können wieder nicht sprinten, sind aber normal schnell unterwegs. Die Taschenlampen sind an, können wir also benutzen. Und wir verlieren auch die Ausrüstung, sobald wir sterben. Die Geschwindigkeit des Geistes ist ganz normal. Das heißt, eine Standardgeschwindigkeit hört sich auch ganz standardmäßig an. Die Häufigkeit des Herumwanderns ist hoch. Wechsel des Lieblingsraumes gibt es nicht, das heißt, der Geist bleibt im Geisterraum die ganze Zeit über. Menge an Interaktionen niedrig, Häufigkeit von Geistereignissen niedrig, einen freundlichen Geist haben wir nicht. Schonfrist 0 Sekunden, das heißt, wenn der Geist anfängt zu jagen, kann er auch sofort töten. Dauer der Jagd ist hoch und wir erhalten keinen einzigen Beweis, also so ein bisschen like a Tür-Modus. So, Zeit für den Aufbau haben wir nicht. Wetter, starker Regen, Anzeige zu Beginn offenen Türen ist hoch. Die Verstecke sind auch hoch. Sanity Monitor ist an, Aktivitätsmonitor aus. Sicherungskasten ist ebenfalls zu Beginn an und dieser ist nicht sichtbar. Alles klar, wir wenden das an, mal 10,15, wieder ins Tanglewood Drive. Da sind die Wege am kürzesten, das heißt, das mit dem Sprinten merkt man da am wenigsten. Und wir sind am schnellsten dann durch. Und der Vorteil, der sich hier noch bietet, ist, dass wir sofort hier auf der Seite ein Versteck haben. Hier noch eins und im ersten Raum links ist ebenfalls ein Versteck. Das heißt, wir haben auf einen Schlag 3 Versteckmöglichkeiten. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Vorteil für uns. Wir sind bereit und legen los. Ach ja, und ich kann das Thermometer hier auf Stufe 1 empfehlen. Wenn wir dann die Jagd mal mitgehört haben und die Sicherung ist dann hoffentlich auch noch drinne. Und wir pumpen uns dann mit Sanity voll, sind dann wieder auf 100%. Dann können wir den Geisterraum leichter ermitteln, meiner Meinung nach mit dem Thermometer auf Stufe 1, weil wir direkt erkennen können, ob die Temperatur hochgeht oder halt sinkt. Das können wir ganz leicht ablesen. Ich finde, bei den elektronischen Geräten ist da eine zu starke Schwankung drin. Und hier hat man sofort eine Tendenz angegeben, steigt die Temperatur oder sinkt sie. Ja, wir sind bereit und legen los. So, da sind wir auch schon. Ja, alles klar. Theoretisch könnte es auch eine perfekte Jagd werden. Schauen wir mal. Räucherwerk, Feuerzeug und eine Taschenlampe würde ich mitnehmen. Wir machen erstmal eine Jagd mit. Hoffen, dass vorne an sofort die Verstecke frei sind. Natürlich können wir das Pech haben und gleich mit einem Diogen konfrontiert werden. Deswegen mache ich das auch schon mal ganz gerne, dass ich den schon im Vorfeld ankreuze. Hier unten. So. Könnte aber natürlich auch ein Mimik sein, der einen Diogen imitiert. Aber wenn wir was ankreuzen, entweder Mimik oder Diogen, falls wir uns halt nicht verstecken können, dann sind wir auf jeden Fall schon mal zu 50% auf der richtigen Seite. Hier die Tür auf. Es geht los. Standardgeschwindigkeit. Die Türen immer im Blick behalten. So, wir können auch mal räuchern. So. War leider zu spät, glaube ich. Ja. Ich wollte den Geist kurz räuchern. Am Ende der Jagd. Ist aber schief gegangen. Macht aber nichts. Wir können dann noch eine Jagd anhören.
Und wir können schon mal das wegstreichen, was wegfällt. Taille fällt weg, Diogen fällt weg, der hat uns gefunden. Der Moroi fällt auch weg, der wäre schneller gewesen. Da wir bei 9% Sanity sind, war eine Standardgeschwindigkeit. Wir könnten auch gleich mal einen Reiter-Test hier machen. Bei der nächsten Jagd dann. Hantu wäre langsamer gewesen, weil es ja hier überall warm ist. Ein Revenant wäre deutlich langsamer gewesen. Das ist noch drin. Ja, war eine genaue Standard... Dankeschön. War eine Standardgeschwindigkeit, deswegen ist der Zwilling auch weg, beziehungsweise die Zwillinge. Wobei ja einer etwas schneller, der andere etwas langsamer als Standard ist. Das war aber genau Standard, deswegen sind die raus. So. Was können wir noch sagen? Ist ja nichts, ne? Nein. Der Mimic wird wahrscheinlich jetzt auch den Geist wechseln bei der nächsten Jagd. Falls es der Mimic ist. Das heißt, ist er jetzt rasend schnell, dann könnte das durchaus für den Mimic sprechen. Der gerade beispielsweise den Moroi imitiert und gerade eben vielleicht den Shade. Ja, wir haben geräuchert. Vielleicht haben wir auch in der Nähe des Geistes geräuchert. Dann dauert das halt ein bisschen, da wir ihn besänftigt haben mit der Räucherung eben. Wir haben den Geist zwar nicht mit Räucherstäbchen abgewehrt, aber vielleicht direkt nach der Jagd geräuchert. Ein Raiju würde auf jeden Fall hier schneller werden. In der Nähe der Taschendampe. Da Raijus ja auf Elektronen reagieren. Da kriegen wir nochmal ein Event ab. Lieber wäre mir eine Jagd. Interessant wäre jetzt auch, ob die Sicherung noch drin ist oder nicht. Falls ja, könnte das durchaus hier sein Geisterraum sein, wo es gerade so kalt ist. Dann ist er doch hier im Flur. Er kann ja den Raum nicht wechseln. Ah, jetzt geht's wieder los. Vielleicht ein Spirit. Aber den müssten wir eigentlich während der Jagd räuchern. Meiner Meinung nach, damit er 3 Minuten Ruhe gibt. Raiju-Test auf jeden Fall negativ. Ist nicht schneller geworden. Sicherung noch drin, das heißt, wir sind im Geisterraum hier. Im Flur. Damit wissen wir auch schon mal, dass der Shade raus ist. Nämlich beim Shade ist es so, dass der nicht angreift, während wir in seinem Geisterraum sind. Okay. Kruzifix können wir auch mal mitnehmen, um das zu testen. Ob das sein Geisterraum ist. Ich weiß, die Kruzifixe, beziehungsweise der Radius vom Kruzifix kann auch raumübergreifend sein. Aber dann hätten wir auch hier dieses Nebenziel abgeschlossen mit dem Kruzifix. Was machen wir noch? Vielleicht dann auch mal räuchern. Vielleicht klappt es ja dieses Mal. Also noch eine Jagd mitmachen. So. Mal gucken, ob das funktioniert. Hallöchen. Geräuchert ist er. Jetzt können wir auf jeden Fall den Spirit-Test machen. So, die Uhr läuft. Wir gucken, ob es ein Spirit ist, der jetzt 3 Minuten Ruhe geben wird. Und ich teste noch mal ganz kurz
Das Kruzifix. Also, hier ist doch der Geisterraum. Da hatten wir dort nur eben ein bisschen Frösteln, weil er ein bisschen gewandert ist. Weil er in unserer Nähe war. Alles klar. Gut. Dann hören wir mal, wann das Kruzifix anfängt zu brennen. Können wir natürlich auch hier beobachten. Ein Dämon könnte jetzt auch schon angreifen nach 60 Sekunden. Also 60 Sekunden nach dem Räuchern. Ein Spirit fängt erst nach 3 Minuten an. Und alle anderen Geister so nach 95 Sekunden. Da ging das Licht aus und wir haben mit Sicherheit einen Geist dabei abbekommen. Das heißt, der Oni auch weg. Zwei Minuten und 50 Sekunden sind jetzt vergangen. Jawohl, das spricht auf jeden Fall für den Spirit. Wie wir eben schon vermutet haben, Spirit. Sicherheitshalber könnten wir natürlich jetzt gleich noch überprüfen, ob es der Mimic ist. Gucken dann, ob wir einen Orb sehen können. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall Sanity. Viermal. So, dann nehmen wir ein Parabolmikrofon mit für die Nebenaufgabe hier. Und Salz, Fotoapparat. Ja, dann versuchen wir tatsächlich noch eine perfekte Jagd hinzukriegen. Spirit steht damit fest, es sei denn, wir sehen noch einen Orb. Aber ich gehe eigentlich nicht davon aus. Ja, schauen wir mal. Licht anmachen. Gleich hole ich mir auch noch eine Kopflampe. So. Das ist noch für ein paar schöne Andenken. Die kann ich mir dann zu Hause aufhängen. Laufe durch Salz. Einmal. Zweimal. Das Kruzifix. So. Jawohl. Jetzt noch die Spur. Bewege eine Tür. Oder halt so. Soll mir recht sein. Wenn dieser Geist dabei auf euch zukommt, vorher geht ja auch das Licht aus, dann könnt ihr das nicht fotografieren. Dann habt ihr Pech mit dem Lichtschalter. Deswegen warte ich immer einen Augenblick und schau, ob ich einen Geist dabei abbekomme. Wenn ja, kann ich das nämlich nicht fotografieren. Knochen müssen wir dann auch noch suchen. 3, 5 Bilder, alles klar. 5 Bilder noch. Plus Knochen. Und Parabolmikrofon. Mach ein Geräusch. Mach ein Geräusch. Mache ein Geräusch. Dankeschön. Wunderbar. Nebenaufgaben abgeschlossen. Knochen und noch ein paar Bilder. Jetzt hole ich mir mal eine Taschenlampe. Ja, mehr brauche ich nicht. Ah, die Knochensuche. Seit Halloween mag ich das nicht mehr. Ihr wisst es ja, was mir... Ah, da. Wunderbar. Super. Dann hätten wir das auch. Und brauchen jetzt noch 4 Fotos. Einen verfluchten Gegenstand haben wir hier nicht. Ist natürlich ein bisschen schäbig hier mit dem Raum. EMF könnten wir hier auch gebrauchen. So, dann gucke ich mal. EMF und Salz, ne? Nehme ich eine Kopflampe mit.
Salz und ein EMF, um besser zu sehen, was er bewegt hat. Dann machen wir hier eine Salzspur hin. Hier. Und hier. Ich hoffe, das klappt jetzt auch alles noch so, wie ich mir das vorstelle. So. Aber manchmal habe ich auch hierbei Pech mit den Bildern. Ein Bild noch. Laufe durch Salz. Bewege eine Tür. Mal gucken. Ja. Alles klar, Spirit. Gute Fotos, Knochen, Nebenaufgaben. Dürfte dann eine perfekte Jagd sein. Mal 10,15. Und das dürfte ordentlich Geld bringen. Hat natürlich ein bisschen Glück mit dem Geist, dass er 3 Minuten Ruhe gegeben hat. Weswegen der Spirit dann leicht zu identifizieren ist. Ja, alles klar. Gut, Spirit. Gut, dann können wir nach Hause fahren. Und gucken mal, was wir verdient haben. Ja, Spirit. Eine perfekte Jagd. Und da bin ich mal gespannt. Spannung steigt. Ja, ihr seht's. Fast so viel wie bei der Herausforderung. $4.247. Wir sind jetzt auf Level 57, Prestige 2. Knapp $40.000 wieder. Haben das Feuerzeug, glaube ich, gerade freigeschaltet. Und ich zeige euch noch ganz kurz, wie die Einstellung hier für Fortgeschrittene dann aussieht. Das ist genau dasselbe. So, da hatte ich mich kurz verhaspelt. Das ist natürlich die Einstellung, die wir gerade gespielt haben. Mal 10,15. Kriegen 0 Beweise. Und für Fortgeschrittene habe ich quasi die gleichen Einstellungen. Nur das Einzige, was sich hierbei ändert, ist, dass wir halt einen Beweis bekommen. Dann wäre hier der Multiplikator bei mal 8,35. Dadurch kann man natürlich auch einiges verdienen. Aber wenn man sich das zutraut, dass man das auch schafft ohne einzigen Beweis, dann würde ich natürlich das hier empfehlen. Mal 10,15, ihr habt es ja gesehen, das ist fast so viel, als hätten wir vorausgesetzt, die perfekte Jagd funktioniert, die wöchentliche Herausforderung geschafft. Gut, ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, bleibt mir gewogen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!